Fritzi und hallo. Heute sind wir nochmal unterwegs, da wo wir das letzte Mal waren. Und da möchte ich gern die Wiese, den Rest der Wiese noch besondern. Nochmal schönes Wetter. In den Nachrichten haben sie gesagt, es kommt Schnee. Es soll sehr kalt werden. Und deswegen bin ich nochmal unterwegs. Heute ohne die Sondelfrau. Ja, schauen wir mal, was geht. Bis gleich. Heute komme ich von einer anderen Seite. Hier haben wir ein Lagerfeuer beziehungsweise eine Feuerstelle. Also falls mir wirklich kalt werden sollte, dann kann ich hier in jedem Fall ein Feuerchen machen und mich aufwärmen. Ja, und das ist die Wiese, die wir das letzte Mal ja nur umrundet haben, am Rand gesondelt. Und die möchte ich heute mal absondeln und gucken, ob direkt auf der Wiese auch was geht. Schauen wir mal. So, das erste Signal im 70er-Bereich. Bin gespannt, um was für einen Flaschenverschluss es sich handeln wird. Müssen wir mal gucken. Als erstes sehe ich einen Regenwurm. So. Da muss es also noch drin sein. Jetzt ist das Signal weg. Wie so oft. Ja, ich denke, ich werde mit dem Stativ arbeiten müssen. Denn mit einer Hand ist zu mühselig. Aber noch habe ich es nicht draußen. Ich meine das Stativ. Und von daher. Oh, schaut, im Aushub. Und gleich der erste Fund. Eine Münze. Wahrscheinlich eine Alumünze. So wie es aussieht. Sehr leicht. Nein, schon wieder 200 deutsche Mark. Sag mal, die finde ich ja gerade. Na, wie Sand am Meer ist übertrieben. Aber schaut. 200 deutsche Mark von 1923 in einem super Zustand. Ja, der erste Fund. Das passiert natürlich selten, dass der erste Fund so toll ist. Da bin ich ja ganz glücklich und ganz happy. Hat sich ja jetzt schon eigentlich gelohnt. Wichtig auch immer, die Löcher nach dem Öffnen, nach dem Bergen des Fundes wieder gut zu verschließen, damit keine Lebewesen reintreten und sich womöglich noch den Hacks verstauchen. Man weiß ja nie, vielleicht auch andere Sondler. Aber so ist dann alles in Ordnung. Super. Leider nur ein Stück Kupferdraht. Eine Patronenhülse. Aluschrott. Oha. Nein, keine Tante, sondern ein Bottletop von Dante. Und ich glaube, da handelt es sich um ein Öl. Die Ummantelung von einem Bleigeschoss. Eine der gemeinen Abziehlaschen. Staniolpapier. Zu dem Meister muss ich wohl nichts sagen. Und nochmal einer. Irgendein Profilstück
aus Aluminium. Ein Auswuchtgewicht. Hallo, mein kleiner Freund. Komm doch raus. Du brauchst keine Angst haben. Gut. Geht man nicht weiter das drüber. Das Wetter zieht zu, das heißt, die Wolken kommen näher. Da ist noch ein wenig Sonne. Aber es, wie gesagt, zieht sich zu. Jetzt hoffe ich mal sehr, dass ich noch ein bisschen suchen kann, ohne dass ich nass werde. Ja, Freunde, und hier schaut, hier steckt eine Münze drin, würde ich sagen. Allerdings dürfte es sich um eine neuzeitliche, genauer genommen um eine Euro-Münze handeln. Da bin ich mir fast sicher. Da steckt sie drin. Und wir haben 50 Cent gefunden. Na, will ich nicht meckern. Immerhin. Ja, und hier ein 80er Signal zwischen 81 und 85. Das graben wir natürlich. Ist natürlich alles bedeutend einfacher, wenn die Sondelfrau mit dabei ist und als Kamerafrau fungiert. Aber selbst ist der Mann, selbst ist der Andi. Und dann schauen wir mal. Da steckt's drin. Was auch immer. Oh, da schaut, da ist es, eine Münze. Und zwar, ja, ich glaube, kein Euro. Ah, schon wieder eine Alu-Münze. So wie es aussieht. Aber was? Hm, 50 Pfennig. Wie schön. Auch noch in einem hervorragenden Zustand. Osten-Nazi-Deutschland, man kann das Hakenkreuz jetzt schon sehen, aber Gewissheit werden wir erst haben nach dem Saubermachen. Prima. Ja, Mensch, so einen Start habe ich selten. Ja, Freunde, und ich glaube, wir haben schon wieder eine Münze gefunden. Unglaublich. Hier drin liegt sie. Da. Schauen wir mal, was es ist. Keine Alu-Münze. Oh, ich habe sie leicht getroffen. Schade eigentlich. Aber nicht ganz so schlimm. Wow, 50 Rentenpfennig. Habe ich ja noch nie gefunden. Das ist meine erste. Von 1900. Sonst zündet man meistens nur 10 ab und zu 5. Von 1900. Ja, muss ich nachher gucken. Kann es gerade nicht sagen. Mein erstes 50 Rentenpfennigstück.
Eine Art Kuhkette, in der Größe wohl eine Ziegenkette mit. Ja, ihr seht's ja. Tja, Freunde, und dieser Baum hat mit Sicherheit auch schon bessere Tage erlebt. Der ist am Ende abgestorben, dient wahrscheinlich nur noch Insekten als Unterschlupf und Wildschweinen, um sich die Schwarte dran zu schubbern. Und gleich daneben, ganz oben, ist ein Vogelnest. Vielleicht ein Krähennest, keine Ahnung. Ich bin bei den Vögeln und deren Lebensbegleitumstände nicht so bewandert. Vielleicht ist es ein Nest, vielleicht aber auch nicht. So, jetzt war ich bestimmt eine Stunde unterwegs ohne nennenswerte Funde, aber dafür habe ich jetzt wieder was schönes Signal gehabt und da sitzt es drin. Da könnt ihr sehen, ich denke mal eine Münze, eine sehr kleine Münze, leider nicht ersichtlich, um was es sich handelt. Oh, Backe, schon wieder ein Zinkheimer, denke ich. Schiedkrom, Mensch, das ist immer ärgerlich. Klar kann man sagen, Münze ist Münze, aber ja, es ist ein Pfennig, das kann man sehen. Wahrscheinlich ein Pfennig aus dem Nazi-Deutschland, schätzungsweise. Oder kurz davor. Aber sehr viel mehr wird man da wohl nicht rausholen können. Im Aushub. Oh, schaut. Hammerhart. Ein Teil von einem Kreuz. Wie schön. Sogar Jesus Christus kann man sehen. Am Kreuz. Sehr schön, schade, dass es kaputt ist, aber ich will mal nicht meckern. Ich glaube, das ist mein zweites Kruzifix, das ich gefunden habe. Ja, da freue ich mich, ist doch ganz klar. Jetzt zum Schluss noch so ein schöner Fund. Da hat sich der Tag doch in jedem Fall gelohnt. Jetzt werde ich noch ein paar Runden gehen, aber nicht mehr allzu lang und dann packe ich zusammen. Jetzt schaue ich noch mal, vielleicht geht noch was. Wenn nicht, melde ich mich beim Outro wieder. Ja, und hier muss es... hier muss auch was drin sein. Was haben wir hier? Schwierig, schwierig. Ich kann es nicht entdecken. Doch hier. Wow, schaut. Ein Knopf. Und zwar ein Hohlknopf, glaube ich. Kann es nicht genau sagen. Weiß auch nicht, ob er kaputt ist oder ob die Dellen da drin Absicht sind. Die Öse ist auf jeden Fall abgebrochen. Aber ein schöner Knopf. Ja, klasse.
wieder mal eine fantastische Gegend. Ja, da macht Spaß zu sondeln, wenn man eins wird mit der Natur. Das ist dann schon was ganz Besonderes. Hier dieser Riesenbaum. Irre. Eine Mutter der Bäume. Schaut euch das an. Ja, traumhaft. So, Freunde, wieder mal ist ein Sondelgang zu Ende. Wie gesagt, morgen soll die große Kälte kommen. Schnee bis in Tallagen. Also dann wird es ganz schön kiebig, denke ich mal, mit dem Sondeln. Deswegen war es gut, dass wir heute nochmal unterwegs waren. Prima, dass ihr dabei wart, mich begleitet habt. Ihr habt mir Glück gebracht. Ich danke euch. Ja, waren schöne Sachen dabei. Jetzt geht's heimwärts, um das Video zu schneiden. Euch wie immer eine tolle, schöne, erfolgreiche Woche. Lebt, lasst euch nicht leben, lebt selber, macht das, was euch Spaß macht. Und ganz besonders würde ich mich freuen, wenn ihr mir treu bleibt, mit einem Daumen, eventuell ein Abo. Und wenn alles gut geht, also auch vom Wetter natürlich, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut und dank euch. Bis dann, euer Sondel-Andi. Ciao.